Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht es super und nach langer Zeit gibt es wieder ein Draft-Challenge. Ja, ich glaube sogar nach einem Monat oder so. Start-Blocks werden erstmal nicht kommen. Sommerpause, ne? Wenn es soweit ist, dann greifen wir mal wieder an mit höchstwahrscheinlich mit Hertha BSC, Start-Blocks und zu FIFA maximal 2 Videos im Monat. Jetzt kommt eine kurze Werbung. Das heutige Video wird von meinem Partner Eneba unterstützt. Nochmal Dankeschön an Eneba für alles. Wenn ihr günstige PSN-Karten wollt oder auch andere Spiele, Jungs und Mädels, ja, checkt auf jeden Fall Eneba aus. Was ihr machen müsst, einfach ohne Überschreiben ist mein Link. Ihr klickt einfach drauf. Natürlich unterstützt ihr mich auch dadurch. Dafür bin ich dankbar. Manchmal gibt es auch einen Code. Deshalb sage ich immer wieder, folgt auf Instagram, damit ihr nichts verpasst. Dann kriegt ihr sogar sehr günstige PSN-Karten. Momentan gibt es natürlich auch 100 Euro PSN-Karten. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt auf den Link. Und falls ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram oder schreibt es einfach in die Kommentare und ich beantworte eure Fragen. Dankeschön, Eneba, für diese tolle Unterstützung und natürlich auch an euch. Wir machen jetzt mit dem Video weiter. Let's go. Also, wie gesagt, heute gibt es wieder ein Draft. Ich habe bei Wax gerade gesehen, 128 ist, muss unser Ziel sein, ja? 128 hat, glaube ich, keiner geschafft. Wir gehen mal rein, meine Damen und Herren. Also, wir werden höchstwahrscheinlich 2 Drops heute machen und morgen kommt auch ein Video, auch wieder 2 Drops auf entspannt hier. Wir nehmen mal die ED4 Triple 2, ja? Also, ich bin ehrlich zu euch, ich weiß auch nicht, weil ich zuletzt hier FIFA gezockt habe, richtig, ja? Ihr könnt mir gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr immer noch FIFA zockt oder nicht. Ja, bei Furki sehe ich so manchmal seine Stories, geisteskranke Zuschauerzahlen, aber ich persönlich zocke leider nicht mehr so FIFA. Ab und zu, wie gesagt, so Drops, ne, und wir versuchen mal, wir greifen mal einmal im Monat an, irgendwie einen Rekord zu brechen und hoffen natürlich, dass wir das irgendwie schaffen. Ja, 97er, so ein Trotz haben wir bekommen, ist gut, dazu noch ein Sieg, jetzt 91 Rating, aber... Ja, da muss auf jeden Fall mehr rauskommen, damit wir 128 irgendwie auch hier knacken natürlich. Ja, ja, Touré dann. So, bald ist auch, natürlich auch EM. Wir freuen uns. Ich habe auch Tickets, 2 Viertelfinale-Tickets und 3 Halbfinale-Tickets, aber ich werde auf jeden Fall nicht dorthin gehen. Ich werde Tickets österreichisch loswerden, also beziehungsweise verkaufen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne auf Instagram schreiben, aber ja, gucken wir mal. Halbfinale in München. Viertelfinale in Berlin. Bei Viertelfinale muss ich mal schauen, ob irgendwie Türkei schaffen kann oder so. Apropos Türkei, ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt die Gruppenphase schaffen werden. Die haben auch eine super Gruppe. Ja, also mit Wales oder nee, nicht Wales, Georgien, Tschechien, Portugal und Türkei. Ne? Also eigentlich, ja, die müssen das irgendwie schaffen mit 6 Punkten, sage ich mal. Ich denke, dass sie gegen Portugal auf jeden Fall nicht gewinnen werden. Grüße gehen raus an Mike. aber wer weiß. Also schauen wir mal. Ja, also nebenbei machen wir natürlich unsere Drops hier. Ja, sieht jetzt nicht so solide aus. Unser Stürmer mit einem 75er Rating ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben Bellingham hier. 93 Mané. Der passt auf jeden Fall gar nicht. ZM Bellingham. Ich habe auf Chemie gar nicht aufgepasst. Ich habe einmal die höchste Rating immer genommen bis jetzt. Aber ich nehme mal erstmal Bellingham. Ah ne, kann ich absolut gar nicht spielen. Gucken wir mal, egal. Bellingham haben wir jetzt erstmal so mitgenommen. So, weiter geht's. Ich muss mal gucken, ob der Rivaldo irgendwie im Sturm spielen kann. Dann Bruno Fernandes. Ah, Fred war da. Fred bleibt bei Fenerbahce, ne? So, Bruno Fernandes. Wenn ich den so mache, so, so, ne. Kann Rivaldo Stürmer spielen? Nee, kann er nicht. Jetzt sieht es auf jeden Fall sehr, sehr scheiße aus. Erster Drop wird auf jeden Fall sehr, sehr schlimm, denke ich. Aber wir machen natürlich hier weiter. Ich nehme einfach höchstes Rating erstmal so. Und dann schauen wir mal weiter. Sonst klappt es auch nicht. Höchstes Rating plus Chemie. 128 ist schon echt eine krasse Nummer, sage ich mal. Und du wirst auf jeden Fall gar nicht passen. So, es geht hier weiter mit Alisson im Tor. Aber Alisson wird auch nicht klappen. Weil wir auch im Tor Van der Sar haben mit 92 Rating. Ja, was haben wir denn? Mahrez. Was kann der Mahrez? RM. Also Aufstellung, ich merke gerade, meine Aufstellung ist nicht so gut. 4 Triple 2 ist auf jeden Fall sehr, sehr bad. Wir müssen mal an eine andere... Cruyff kann Stürmer spielen. Kann Stürmer spielen. Ja, schauen wir mal, was am Ende des Tages so wird, aber... Das ist auf jeden Fall mau, kann ich jetzt schon sagen. Salah haben wir noch hier am Start. Ja, die Aufstellung gefällt mir absolut nicht. Also ich will auch jetzt nicht ehrlich gesagt da rumbasteln oder so. Ja, Podolski, aha. So Palm. Ja, das Problem ist einfach, das Problem bin ich.
Nee, das Problem ist einfach meine Aufstellung tatsächlich. Also ich nehme nie wieder Dings hier. 4-2-2-2. Das ist der absolute Schmutz hier. Machen wir aber direkt hier weiter nächste Runde. Was ist das denn hier? So, meine Damen und Herren, wir machen weiter. Next Round. Also, wir sind ein bisschen schlauer geworden natürlich, ne? 4-4-2, 4-2-3-1, ne? Eigentlich sagt mein Gefühl so 4-3-2-1, aber wir nehmen mal 4-3-3. So, jetzt will ich mal einen Rekord brechen hier. 128 will ich jetzt schaffen. So, Luis Figo. So, im Sturm jetzt. Komm, was Krasses hier, komm. Genau. Auf jeden Fall nicht sowas, aber egal. Fernando Torres, zwei Icons haben wir am Start. Wir waren Icons was Besonderes, mittlerweile natürlich nicht. So, wir haben wieder ein Icon. Drei Icons, das wird, glaube ich, ein Icon-Team hier. So. Ja. Okay. Der Spieler hier, Ferguson oder so. Ich habe so ein KI-Dingsy gesehen. KI Ballon d'Or, so für die Zukunft. Und der wird so bis 2038 oder so. Ich würde der zweimal Ballon d'Or gewinnen. Und 2038 wird Arda Güler gewinnen. Ja, wahrscheinlich. So, es geht hier weiter. Komm, wir nehmen die hier. 92 Rating. Stabil. Stabil, Bruder. So, auf der rechten Seite. Rechter ZM. Alexis Putellas. Oh, sie hat letztens das Tor geschossen, ne? Siegtor, Champions League gegen Olympique Lyon. Also, die ist schon crazy drauf, ne? So, dann auf der linken Seite, Loco. Loco, ey, das ist links hier. Luciano, glaube ich. So, auf der rechten Seite. Also, 4-3-3 gefällt mir auf jeden Fall besser natürlich, ne? Mehr. So, Carlos Alberto. Ich kann jetzt auch nicht also einschätzen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Alles zwar ist fast über 90, jetzt auch so mein Innenverteidiger. Och, schon, mein Stimme. Ach, verpiss dich. So, Vidic, 94. Wir brauchen gute, wir brauchen so stabile. Ja, wir brauchen stabile Ortega, so genau. 79er Rating, genau. Das hat mir auf jeden Fall gefällt. Ich brauche Alisson. Ja. Ja, komm. Der passt ja. Ja, Bruder, was ist das denn? Der 88er Rating, verpiss dich. Ja, guck mal, warum gönnen die nicht? 128 brauchen wir und dann kommt so ein Scheiß hier raus. Ja, Rechtsaußenverteidiger. Kann er spielen? Ja, 94 Rating. Bank muss stimmen. Startelf muss stimmen. ZDM. Was kannst du noch? ZM. 93. Wow. Eigentlich musst du kommen. So, mit 94 wahrscheinlich tausche ich. So, aber. Ja, so ist okay. So, weiter geht's. Meine Damen und Herren. Und Herren und Damen. Wie soll man 128 das schaffen? Ich mein's ernst. Bellingham, das ist doch unglaublich schwer. Also, dass man 128, oder muss dringend. Also, ach du Scheiße. Also, wenn ich 127 schaffe, 127 ist realistisch. 33, 94, das ist doch echt krass. 128 stand bei Wakes im Titel, das Rekord. Ach du Scheiße, Alter. Digga, komm du. Komm ran. Komm ran hier. So, es geht hier weiter, komm. 94. Golovin. Aber für Auswechselbank bist du bestimmt stabil. Stabil, Bruder. Jetzt haben wir es 100, 125. Also 33. Ja, das ist schon klar. Ich muss das nehmen. Und jetzt? Ja, das ist doch übertrieben schwer. 128, Bruder. Muss ja dringend los. Und? Warte mal jetzt. Ich habe 125. Und das passt nicht. Naja, 125. Also morgen geht's weiter. Ich mache morgen noch zwei Drops. Ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht.